Oh Gott. Geil. Oh Gott, da bin ich ein bisschen. Sehr schön. Okay. Bam, bam, Alter, den habe ich aber ordentlich verpasst. Ja, und nochmal auf die Leichen. Ja, 4 Schiffe versenkt. Das ist schon ganz gut. Oh ja, das war doch spaßig. Geil. Nicht schlecht. Ja, das habe ich eh nicht alles geschafft. Neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. So. Jetzt lädt er gerade, wenn gleich nicht eine Zwischensequenz kommt oder so, dann beende ich die Aufnahme. Und sonst direkt nach der Zwischensequenz. Das sehen wir jetzt. Ja, kommt noch eine Zwischensequenz. Viel Spaß. Hab sie alle! Bring mir, was ich will. Und ich gebe sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff. Du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, der kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Alles klar. Kommt noch was, gut. Viel Spaß. Nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nur hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Jawohl, ja, haben wir endlich unsere geile Assassinenrobe hier bekommen. Und Sequenz 5 haben wir beendet. Uiuiui. Geil. Ja, das Ding hat auch Stil. Alles klar, wir sind wieder raus aus dem Animus. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Aha. Ja. Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Oh. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Nice. Hammer nice. Okay. Kommt immer noch Zwischensequenzen. Dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Irgendwie nicht. Bezeichneten sie als minimal.
Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Jawohl, gut, jetzt aber, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao. So, und damit geht es auch schon direkt weiter und ich muss gerade husten fast. Nee, doch nicht. Ja, die letzte Aufnahme habe ich ja relativ plötzlich unterbrochen, ich war ein bisschen unter Zeitdruck. Aber eigentlich schon total überzogen, wollte eigentlich schon längst Schluss machen, aber, na, hallo, die Zwischensequenzen waren dann doch etwas länger. Ja, und so hat sich eins zum anderen ergeben. Macht auch nichts. Hat ja schließlich Spaß gemacht. So, jetzt geht's hier aber erstmal weiter mit, wie heißt er noch gleich? Desmond, genau, mit dem guten Desmond. Und zwar in der realen Welt wieder. Mehr oder weniger. Durch Fahrstuhlschächte, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Unter anderem. Okay, da kann ich nicht hoch, dann halt hier lang. So. Hopp. Alter, der ist echt schon flink drauf. Nice. Oh ja. Nicht bewegen, was für eine tolle Aussicht. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. War eine tolle Aussicht, auf jeden Fall. So, kommst du da hoch? Nein. Kannst du jetzt wie dein einer Vorfall? Ja, kannst du. Auch so an schrägen hochklettern. Und hier geht's jetzt auch hoch. Nice. Ich bin mal gespannt, wo uns das letztendlich hinführt. Ich glaube, wir müssen einfach nur ganz nach oben und dann geht es schnurstracks bergab in ein Penthouse. Wo wir die Energiequelle finden. Oh, in Bewegung. Das ist ja auch fies. Oh, okay. Hopp. Alter Schwede. Ah, ob ich dazu so den Mut hätte jetzt. Ja. Ich denke, da hätten die meisten ziemlich die Hosen voll. Außer, naja, Adrenalin-Junkies oder welche, die sowas alltäglich machen. So. Was? Ah. Positiv wie eh und je. Okay, da kommen ja, nicht rüber, aber unter durch. Das ist gut. So, dann schauen wir doch mal. Hier lang geht's. Uiuiuiui, okay. Das war auch mal wieder ein bisschen knapp. Ah, schrägen kann er jetzt auch hoch. Ja, man lernt nie aus, was? So, die Frage ist jetzt nur, wo lang als nächstes? Alter. Oh Gott, ey. Gut, dann versuchen wir es mal so rum. Ja, herrlich. Gut, also, nochmal, weil es so schön war. Ja, aber unter durch finde ich immer wieder witzig. Ach ja. Ja, an solchen Kleinigkeiten scheitert es dann letztendlich. Aber es macht Spaß, hier so lang zu laufen ein bisschen. Durch die Moderne, sag ich mal.
ist mal ein bisschen Abwechslung. Nein, nicht da hoch. Genau, dran vorbei. Ist jetzt wie über Bäume laufen. Kann ich da ranspringen einfach so? Ja. Alter Schwede. Oh. Ja. Solltest? Das klappt schon. Genau, immer Mut machen. Oder nicht? Ja. Och, Mensch. Was mache ich denn hier schon wieder? Ich muss aufpassen. So, hier muss ich hoch, ne? Kann er doch. Jawohl, kann er. Alter Schwede, ich glaube, das wird richtig geil mit dem Sprung. Bin mal gespannt, ob das Zwischensequenz ist oder ob wir da selber steuern, so wie in Brotherhood oder in den Teilen mit dem Fallschirm von Ezio. Mhm. Okay. Quicktime wahrscheinlich, was? Oh, geschafft. Oh, es klemmt, so ein Pech aber auch. Nee, hat er doch noch geschafft. Ein Glück. Jawohl, ja, können wir selber steuern. Schick. Okay, auch wenn die Beinanimation jetzt nicht ganz so schön ist, dass er die einfach so steif hält. Jawohl, geschafft, kein Ding. Jawohl, und weiter geht's. Mal eben kurz da hochgeklettert, Fallschirmsprung gemacht. Und jetzt geht's hier weiter. Und werden wir dabei erwischt? Sollte es etwa glatt verlaufen? Ich bezweifle es ja, aber wer weiß. Das war nicht übel. So, du bist also dessen. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Eins. Oh, schön. Schön. Und jetzt ist die Energiequelle kaputt. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Woher kennen wir seinen Namen? Er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Der Assassine, Alter. Wir haben ihn mal eben kurz aufs Maul gegeben. Zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Also ich würde mal sagen, wenn wir da noch rein... Also wenn wir jetzt noch nicht die Energiequelle auswechseln müssen. Nicht, solange die noch funktioniert, müssen wir nicht unnötig hier irgendwie austauschen. Viel Glück, Desmond. Nicht? Solange die hält, lassen wir es. Oh, ich bin ruhig. Die brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Welche Triebe wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind...